Hey Leute der Raststätten-Leute, das war kein richtiger Satz, aber egal. Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Ich bin kurz hier mal stehen geblieben bei so einer Raststätte. Obwohl, es ist nicht eine Raststätte, sondern es ist eher einfach hier kurz bei der Fahrbahn angehalten. Ja, ihr seht gerade wahrscheinlich, dass ein bisschen was anders ist. Ich habe nämlich wieder den Spielstand geändert. Die gute Iris ist auch dabei. So, deswegen Waffen, Level und Aussehen müssten jetzt anders sein, aber das macht ja nichts. So, Ignis zum Kap Kalm fahren lassen. Ja. Wie sieht's aus? Gehen wir? Ja. Ja, ab geht's. Okay, okay, dann auf geht's. Auf geht's, genau. Ja, das Fahren, das kann ich euch sparen. Was ist das für ein Geruch? Ein Zwischenstopp am Special Refugium. Was ist überhaupt richtig? Okay, einlegen. Puh, warum sollte ich? Wir fahren weiter! Hier gibt's keine extra Wünsche. Ist ja wirklich so. Warum kommt die? Also das hat sich ja echt sehr lange verschoben, unsere Hochzeit. Aber ich komme, Luna. Luna Freya. Nicht mehr lange. Nettes Türmchen. Ach, steigen wir rauf? Sicher sehr windig da oben. Aber die Aussicht ist bestimmt gut. Hey. Ach, da seid ihr ja. Habt den Wagen gehört und wollt euch begrüßen. Oh, das ist lieb, Sydney. Alles okay, du klingst irgendwie ein bisschen angeschlagen. Iris verlässt die Gruppe. Fortfahren. Vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt. Wie sich so jeder an die Nase kratzt. Großvater, schraubt am Boot rum. Das dauert sicher noch eine ganze Weile. Ist es kaputt? Naja, ein paar Teile sind hinüber. Das Boot hat schon bessere Tage gesehen. Na, großartig. Aber Großvater gibt nicht auf, ehe das Boot wieder in Schuss ist. Allerdings braucht er ein paar Ersatzteile. Könntet ihr euch darum kümmern? Was meint ihr? Ja, selbstverständlich. Etwas Hilfe hatten wir schon von Dustin und Monika. Die beiden haben fast alles aufgetrieben. Ich bin ziemlich beeindruckt von ihnen. Sie gehört nicht umsonst zur Königsgarde. Das Einzige, was die beiden nicht aufspüren konnten, ist ein seltenes Mineral namens Mithril. Dieses Erz wird hier nicht abgebaut. Der kleine Stups aus Insomnia hat uns aber einen Tipp gegeben. Talcott? Genau. Der Junge ist echt nicht auf den Kopf gefallen. Am besten ihr fragt ihn. Er kann euch mehr sagen. Okay, machen wir. Talcott, dieser Klugscheißer. So ein hübsche. Wo wollte gerade die Kamera hin? Ich habe nicht die Kamera gerade gesteuert. Tut mir übrigens leid, falls es gerade so ein bisschen halt hier in den Folgen. Aber ich, keine Ahnung, vielleicht sollte ich mir so Schaumstoffdinger hier in meine Bude reinmachen, dann halt das nicht mehr so krass. Wie lange läuft die jetzt eigentlich mal? Kann ich jetzt nicht selber laufen? Großvater ist unten am Boot. Nehmt's mir nicht übel. Ja, hallo, ach so. Prinz Noctis. Gott, jetzt das hier ist unser neues Zuhause. Bitte, tritt ein. Na gut, Kleiner. Ich komme schon. Ah, ihr ist auch da. Hat Tante Sydney euch schon erzählt, dass ihr für die Reparatur des Bootes ein Mineral namens Mithril braucht? Nördlich der Wasserfallhöhle gibt es einen See und eine alte Ruine. Dort gibt es angeblich Mithril. Das habe ich aus Opas Notizbuch. Ja, Opas Notizbuch, gut. Der See, von dem Talcott gesprochen hat, muss der Vesperspiegel sein. Ich habe Monika darum gebeten, sich dort umzusehen. Sie meint, dass der Weg dorthin vom Imperium abgesperrt wurde. Bereitet euch also gut vor, bevor ihr fahrt. Oder seid ihr schon fertig zum Aufbruch? Ja, Iris, lass uns bitte kurz allein. Was? Dann warte ich drinnen auf euch. Jungs, ihr findet das Mithril doch auch ohne mich, habe ich recht? Wie jetzt? Ich würde mich gern etwas abseilen. Gladio braucht wohl Zeit für sich. Okay. Ich weiß nicht, wie das
was das jetzt hier damit zu tun hat. Okay. Ja, haben wir jetzt ein Mitglied weniger. Kein Problem. Wir könnten dich eh nicht aufhalten. Du kennst mich einfach viel zu gut. Also, bis dann. Jawohl, nochmal EP. Das ist das Wichtigste. Ja, schade für Gladio. Oh, keine Ahnung, was er jetzt macht. Ja, das war das Kapitel. Fahr hier hin und fertig ist. Ja, gut. Ich habe zwar währenddessen, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, noch mit Iris den hier aufgeschaltet. Hier so ein komisches Drachenvieh. Und da habe ich nochmal so eine Königswaffe bekommen, aber ich fand das jetzt halt nicht so interessant zu zeigen. Was ist das für ein Bild, Digga? Das sieht ganz gruselig aus. Ja, deswegen habe ich das jetzt nicht reingeschnitten. War mir jetzt aber nicht wichtig. Kapitel 7. 3 sind einer zu wenig. Das Boot von König Regis ist schwer beschädigt. Für die Reparaturarbeiten wird ein seltenes Mineral namens Mithril benötigt. Mit den wenigen Anhaltspunkten, die Noctis und seine Gefährten haben, begibt sich die Gruppe zu einer Ruine in imperialen Besatzungsgebiet. Der Wasserfall muss irgendwo hier in der Nähe sein. Talcott meinte, dass er nördlich von hier sei. Das Imperium ist sicher schon dort. Wir müssen vorsichtig sein. So, das Stewave-Ruine begeben. Ah, schade. Kein Gladiator mehr. Das heißt, ich kann diesen super krassen Eingriff nicht mehr machen. Was war das? Moment mal. Ich denke, das Imperium hat das Gebiet hier abgeriegelt. Sieht nicht aus, als wollten sie uns aufhalten. Ich fürchte, wir werden bereits von jemandem erwartet. Ich ahne auch schon von wem. Langsam habe ich genug von ihm. Kanzler Isonia. Ich werde mich nicht beschweren, wenn er uns reinlässt. Wer weiß, ob er uns auch wieder rauslässt. Außerdem sind wir nur zu dritt. Ich wünschte, General Kor wäre bei uns. Wo ist er überhaupt? Was er wohl gerade macht? Im Gegenzug für ihre Hilfe beim Aufspüren der Königsgräber erledigt er ein paar gefährliche Monster für die Mildatio-Jäger. Wie immer nicht zu stoppen, was? Der Typ hat auch irgendwie keine Freizeit. Hauptsache irgendwie was schlachten. Na gut, lassen wir uns davon nicht einschüchtern. Fahren wir einfach weiter. Was? Ein Kontrollposten. Straßensperre. Scheiße, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, das Spiel will, dass ich aussteige. Raus mit euch! Okay, Leute. Wir werden uns gleich wiedersehen, wenn ich die Straßensperre überquert habe und wir dort sind. Da wartet schon der gute Isonia auf uns. Danke. Kannst du, Isonia, na, wieder uns einen Gefallen tun? Oh, meine Herren, ihr hier? Und da ist er auch schon. Kommt mit, ich bringe euch an den Wachen vorbei. Aden. Keine Sorge. Ich rede mit den Jungs. So, Kinder, auf geht's. Entfernt euch nicht zu weit von mir. Sicher wollt ihr unnötigen Ärger vermeiden. Besonders jetzt, wo ihr nur noch zu dritt seid. Nanu, keine schnippischen Bemerkungen heute? Wir haben dir nichts zu sagen. Treibt euch der Durst nach Wissen über verlorene Zivilisationen her oder doch eher Mithril? Ich glaube, der Typ kann Gedanken lesen. Mithril ist ein äußerst kostbares Mineral. Kein Wunder, dass das Imperium hier niemanden reinlassen will. Und? Gibst du uns jetzt welches? Was? Das habe ich nie gesagt. Na toll, wir brauchen es aber. Ihr müsst es euch schon selbst verdienen. Sonst macht das Ganze doch keinen Spaß. Also, er will uns in diese Grube da reingehen lassen und wahrscheinlich sollen wir dann die ganze Scheiße ausbaden. Naja.
wenn ich davon Eklee bekomme. Kleines Sekündchen. Bin gleich wieder da. Was macht er denn jetzt bloß? Keine Ahnung. Alles klar. Ihr könnt durch. Hey, das ist doch die eine, die uns ja angegriffen hat. Auf der Basis. Ihr wollt also die neuen Rekruten sein. Bereit für mein Spezialtraining? Prinz Noctis, habe ich recht? Ja, richtig. Wobei ja. Ja. Ja, prompto. Locker. Ich bin schließlich im Kern noch immer eine Söldnerin. Solange ich bezahlt werde, tue ich so, als wüsste ich nichts. Los, zück die Waffen. Hä? Denkt ihr, ich kämpfe alleine? Ich wurde bezahlt, damit ich euch helfe. Aber ihr müsst schon selbst mit anpacken. Jetzt wird sie bezahlt, um zu helfen. Okay. Arena hat sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Solange sie euch begleitet, kannst du weder angeln noch... Ja. Jungs, das seid ist mir nett klar. Zu ihr. Commodore Aranea Highwind, darf ich bitten? Was für ein Ding? Diese Ruine lässt sich bei Tage nicht betreten. Wenn ihr rein wollt, müssen wir warten, bis es dunkel ist. Es ist gerade dunkel. Frage mich, was das mal war. Weißt du das, Ignis? Nein. Was wohl mit den Bewohnern passiert ist? Geht rein und seht euch mal um. Verstanden. So, ab geht's. Also wenn wir jetzt wirklich extra nochmal warten müssen, dann verstehe ich das wirklich nicht. Aber es... Keine Tür zu sehen. Wir werden uns gedulden müssen. Irgendwo muss es doch reingehen. Das tut es auch, aber nur nachts. Also übe dich in Geduld. Das ist doch einfach nur scheiße. Jetzt muss ich extra zum Refugium laufen, weil es nicht nachts ist. Ey, ihr wollt mich doch echt verarschen. Guck mal, ich will bei dir keine Waffen kaufen, ich will bei dir Tränke kaufen. Kann ich bei dir Tränke kaufen? Jawoll. Geht doch. Schön viele Heiltränke. Ich habe kein Geld. Ja moin. Da müssen wir mal was verkaufen. Was lohnt sich denn jetzt hier mal was zu verkaufen? Hier, guck mal. Hier ist eins mit 2000. 1900. 2500. Da kriegt man schon ordentlich Kohle. 16 mal 120. 6 mal 500. Gut. Hier nehme ich mal ein paar Heiltränke mit. Ein Super-Elixier ist hier auch ganz wichtig. Phönixfedern ganz wichtig. 7 davon nochmal kaufen. Gut, wo ist jetzt das Refugium? Es ist doch schon dunkel. Was will das Game eigentlich von mir? Ich will doch jetzt nicht noch extra warten. Lass mich rein. Guck mal, da ist doch schon die Tür offen. Oder bin ich gerade blind? Ja, ist offen. Hier, guck mal. Da leuchtet was. Der Eingang? Ganz bestimmt der Eingang. Korrekt. Ist offen. Dann mal nichts wie... Auf geht's! Woher der Elan? Wer waren die beiden eben? Du schienst recht vertraut mit ihnen. Wer? Bix und Wedge? Naja, sie dienen zwar in meiner... Wie viele Stufen denn noch? Wir sind schon ziemlich tief. Ich finde schade, dass immer wieder die Gespräche unterbrochen werden. Endlich ein Ende in Sicht. Nanu, warum ist hier Licht an? Ist hier etwa noch jemand? Unsinn. Erwartet keine Willkommensparty. Macht euch auf alles gefasst. Ist das etwa ein Hinterhalt? Möglich. Und zu spät für einen Rückzieher. Was? Nicht wieder dann. Die kann ich halt echt nicht mehr leiden, aber okay. Ich hoffe, danach können wir nach Altissia und dann ist das mal Ruhe. Ihr Halt ist aber richtig. Das war's. Dann wollen wir mal weiter. Dann wollen wir mal. Die Wände sind stark verwittert. Sicher werden wir hier lebendig begraben. Die Karte ist sehr undurchsichtig.
anders. Weiter. Aus meinen Augen. Ja. Alter, kommt jetzt in jeder Raum so Kreaturen. Ich hab doch echt keine Lust mehr drauf. Weiter so, noch. Ja. Das Spiel ist Arena aus. Hat anscheinend auch was. So ein Angriff. Schaut euch den an! Überrascht? Sind alle wohl auf? Ja. Yep. Und du, Aranir? Alles okay. Ich will mir die Tür öffnen. Was? Das ist unglaublich. Oh, seht mal nach oben. Wie? Dann sind wir hier unter Wasser? Seht nur, da schwimmen sogar Fische rum. Das ist ja abgefahren. Sind wir etwa wirklich unter Wasser? Ich krieg auf einmal so schlecht Luft. Irgendwie surreal. Mensch, Gladio verpasst was. Den ließe das sicher kalt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Warte mal, müssen wir jetzt wirklich bis da nach unten? Oh. Von oben? Ach nee, Digga. Das sind doch Schleime. Daneben! Kinderleicht. Kinderleicht. Wie fandst du das? Sauber. Daneben. Hey. Wieder einen Ausdruck. Okay, Leute, dann würde ich... Dann wollen wir mal weiter. Ja. Dann will ich jetzt erstmal die Folge beenden und beim nächsten Mal... Hier kommen wir weiter. Sei doch bitte still. Dann werde ich erstmal ein bisschen spielen und dann sehen wir uns etwa, wenn ich wahrscheinlich da unten bin. Und das irgendwie verdächtig. Oh, was es ist? Geht so auf. Waren wir hier schon? Ich sag was haben und wir ihr etwas sagt übersehen? Auch noch was. Ich bin mir nicht sicher. Habt ihr es jetzt? Gut. Ja, wenn wir das Mephil gefunden haben, dann startet sozusagen die Folge. So, also. Tschüss, ciao.